Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Recoverton, Wirtschaft geht wieder hoch, CO2 bleibt unten. Das ist das Motto Ihrer Veranstaltung und es trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Genau das treibt mich in den letzten Wochen und Monaten um. Wie können wir den aufgrund der Corona-Pandemie notwendigen Neustart nutzen, um gestärkt aus der Krise zu kommen und gleichzeitig den Klimaschutz zu stärken? Wie machen wir ernst damit, klimaneutral zu werden? Die politische Antwort der Bundesregierung ist ein sozial-ökologisches Konjunkturpaket. Es stärkt die Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze und verbindet das mit dem sozial-ökologischen Fortschritt. Deshalb schaffen wir Investitionsanreize für Digitalisierung, zukunftsfähiges Wirtschaften und Klimaschutz. Auch den Kommunen greifen wir beim Klimaschutz noch besser unter die Arme. 40 Milliarden Euro aus dem Konjunkturpaket sind Investitionen in Klimaschutz, in Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Zusammen mit dem im letzten Jahr verabschiedeten Klimapaket ist das das größte Investitionspaket in den Klimaschutz, das es in diesem Land jemals gab. Und dazu kommt auf europäischer Ebene der European Green Deal, ein wichtiger Schwerpunkt unserer aktuellen EU-Ratspräsidentschaft. Auch der European Green Deal wird gestützt durch massive Investitionen. Ich freue mich sehr, dass die Staats- und Regierungschefs das größte Haushalts- und Finanzpaket der Geschichte beschlossen haben. Auch das stärkt den Umwelt- und Klimaschutz in Europa. Mindestens 30% der EU-Mittel werden künftig für Klimaschutz ausgegeben. Bis 2027 sind das 540 Milliarden Euro. Aber Geld alleine reicht nicht. Die Maßnahmen müssen zielgerichtet sein und mit Leben gefüllt werden, zum Beispiel in Bezug auf Gebäude. Nur wenn die Qualität der Sanierung stimmt, wenn Dämmmaßnahmen und eine moderne Heizung gut zusammenpassen, dann wird aus Gebäudesanierung auch wirklich Klimaschutz. Für guten Klimaschutz braucht es kreative, braucht es praxistaugliche Ideen, Ihre Erfahrungen. Der heutige Design Sprint ist ein innovatives Format, eine tolle Chance, Lösungen für die Zukunft zu schaffen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Kreativität und bedanke mich bei allen Beteiligten für Ihr großes Engagement und ich freue mich vor allen Dingen auf Ihre Ergebnisse. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Bundesministerin Schulze, für die guten Wünsche und wir freuen uns sehr, dass Sie die Schirmherrschaft für unseren Recoverton übernommen haben und auch zu hören, dass die Politik so offen ist für neue Impulse. An dieser Stelle darf ich übergeben an Carsten Müller, er ist Vorstandsvorsitzender der DENEF und Mitglied des Deutschen Bundestags, für ein weiteres Grußwort. Ein herzliches Hallo an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Recoverton und natürlich an alle Interessierte. Das sind schon spannende und herausfordernde Zeiten im Moment. Und ich will gar nicht über Maskenpflicht und Abstandsregelungen und Hygienevorschläge reden, sondern über das, was im Moment in der Energieeffizienzbranche ansteht und was wichtig ist. Und da gilt es, so wie insgesamt in der Gesellschaft und im Übrigen nicht nur in Deutschland, verantwortungsbewusst zu handeln, vorausschauend zu handeln und dabei Optimismus und Zuversicht nicht zu verlieren. Und wie gesagt, in der Energieeffizienzbranche stehen die Zeichen absolut auf Aufbruch. Wir wollen diese schwierigen Zeiten nutzen, die Energieeffizienzbranche noch stärker nach vorne zu bringen. Wir haben in den letzten Monaten zum Teil etwas unfreiwillig einige Meilensteine im Bereich der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes erreicht. Und wir sind der Auffassung, dass das mit Energieeffizienz, mit Ressourceneffizienz in Zukunft noch viel besser gehen kann. Wir sind eine echte Wachstumsbranche in der Energieeffizienzbranche und ich finde es wichtig und richtig, dass wir die Symbiose aus Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und aus nachhaltiger, kluger, klimafreundlicher, klimaschonender Entwicklung auf der anderen Seite darstellen. Und deswegen, wie gesagt, finde ich diesen Recoverton total interessant. Bin gespannt auf die Ergebnisse, freue mich auf viele, dann auch virtuelle Begegnungen. Das sind ja zum Teil ganz neue Formate, die wir haben. Und auch das wird auf diesem Wege eben nicht persönlich, sondern mit einer Videobotschaft. Wie gesagt, ich rufe allen zu und wünsche es allen, dass wir tolle Ergebnisse erzielen, spannende Dokumentation dann im Nachgang lesen können und wir mit vereinten Kräften aus dieser Wirtschaftskrise herauskommen und die Chancen, die da drin begründet sind, auch nutzen. Deswegen gutes Gelingen, freue mich drauf. Super, dass Sie dabei sind.
Lieber Carsten, super, dass auch du mit dabei bist, denn genau darum soll es ja gehen, Chancen zu nutzen. Und wo diese Chancen liegen können, das ordnen unsere wissenschaftlichen Partner für Sie ein. Der Recovathon wird nämlich wissenschaftlich begleitet durch das Fraunhofer ISI und das Öko-Institut in Person von Frau Dr. Barbara Schlohmann, die übrigens kürzlich in den neu eingerichteten Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung einberufen wurde, und durch Frau Dr. Katja Schumacher. Die beiden werden Ihnen kurz die Maßnahmen des Klima- und des Konjunkturpakets und ihrer Wirkung vorstellen. Guten Tag und herzlich willkommen auch von Seiten der wissenschaftlichen Begleitung des Recovathon. Ich bin Barbara Schlohmann vom Fraunhofer ISI. Wir begleiten gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vom Öko-Institut diesen Recovathon wissenschaftlich. Wir schauen uns im Wesentlichen die Maßnahmen an, die von der Bundesregierung bisher schon zur Minderung der Treibhausgasemissionen beschlossen wurden, und werden dann auch im Nachgang die Vorschläge bewerten, die von Ihnen in den Prozess eingebracht werden. Als Grundlage zeigen wir hier das Treibhausgasminderungspotenzial des Klimaschutzprogramms 2030, so wie es in zwei Szenarien vor einigen Monaten berechnet wurde. Man sieht, wir starten bei gut 800 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2019 nach vorläufigen Zahlen des Umweltbundesamtes. Und wir wollen zu einem Emissionsniveau von 543 Millionen Tonnen das ist das Treibhausgaseinsparziel für das Jahr 2030. Wie sehen die derzeitigen Abschätzungen des Potenzials des beschlossenen Klimaschutzprogramms aus? Beide Studien kommen nicht zu einer vollständigen Zielerreichung, sondern es verbleibt eine Lücke zum Ziel zwischen 55 und 70 Millionen Tonnen. Das heißt, die Ergebnisse sind relativ ähnlich, und beide Studien sehen auch die größten Zielverfehlungen in den Sektoren Verkehr und Gebäude. Vielleicht noch zur Einordnung: beides sind Szenarienstudien, die Einsparungen gegenüber einer Referenzentwicklung abschätzen. Beide Szenarien sind insofern optimistisch, als sie von einer ambitionierten Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen und ihrer Weiterführung bis 2030 ausgehen. Das heißt, auch die Erreichung dieses Potenzials, was abgeschätzt wurde, ist bei weitem kein Selbstläufer, sondern erfordert noch viele Anstrengungen bei der ambitionierten Umsetzung der bisherigen Maßnahmen. Was kann das kürzlich beschlossene Konjunkturprogramm dazu beitragen, den Effekt hoffentlich noch zu verstärken? Das wird jetzt meine Kollegin Katja Schumacher vom Öko-Institut darstellen. Ah, okay. Danke, liebe Barbara. Genau, die Lücke, die es noch zu schließen gilt in Bezug auf den Klimaschutz, ist natürlich sehr groß. Und zum Konjunkturprogramm muss vorab aber auch gesagt werden, dass das Konjunkturprogramm nicht dafür gedacht ist und war, diese Lücke zu füllen, sondern natürlich primär die Konjunktur aufgrund der Corona-Krise wieder zu beleben. Das sieht man auch insbesondere in Teil A des Konjunkturprogramms, das auf die kurzfristige Konjunkturbelebung abzielt und auch schnelle Hilfen bieten möchte. Da werden vor allem die Kommunen bedacht, die ja besonders betroffen waren, aber auch Unternehmen im Bereich der KMUs und auch Familien und die Jugend und Kinder. Und da sieht man hier auf der linken Seite der Folie, dass dazu eben die großen Programme gehören, die überwiegend ganz unten in diesem Dreieck zu sehen sind. Die Überbrückungshilfen mit 25 Milliarden Euro, aber auch die Mehrwertsteuersenkung, die ja den Konsum ankurbeln soll und damit die Wirtschaft wieder in Gang bringen soll, mit 20 Milliarden Euro.
die Senkung oder Begrenzung der EEG-Umlage, aber auch der Kinderbonus mit 4,3 Milliarden Euro fallen alle in diesen Bereich der kurzfristigen Stimulation. Im Teil B dagegen geht es ja um Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klimatechnologien und damit eben auch um die mittel- bis langfristigere Perspektive. Hier sind so ungefähr 50 Milliarden Euro vorgesehen und es werden wesentliche Bereiche angesprochen, die für Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtig sind. Zum Beispiel der Bereich der Mobilität für die Mobilitätswende, den Bereich der Energie, Erneuerbare und Wasserstoff für die Energiewende und auch im Bereich der Gebäude sind einige Maßnahmen dabei für die Wärmewende, Gebäudewende und auch Digitalisierung. Und es wird eben auch über den Tellerrand gedacht und neue Technologien gefördert, zum Beispiel durch die Wasserstoffstrategie oder umweltfreundliche Mobilität. In dem letzten Recovathon-Veranstaltung haben wir auch schon mal hervorgehoben, dass aber auch einige wesentliche Teile gar nicht angesprochen werden. Die fehlen im Konjunkturpaket, zum Beispiel die Ressourcenwende mit der Kreislaufwirtschaft, die wichtig und essentiell sind für eine Nachhaltigkeit, die Agrarwende, aber auch verbindliche Aussagen zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden gar nicht getroffen, zum Beispiel Ziele oder Kriterien gar nicht explizit erwähnt. Die qualitative Bewertung hatten wir beim letzten Mal schon vorgestellt, in der wir neben den Klimawirkungen auch die Konjunkturwirkung, Resilienz- und Verteilungswirkung analysiert haben und dabei in einer Abbildung mit grünen, gelben und roten Farben gearbeitet hatten und festgestellt haben, qualitativ, dass 11 Maßnahmen der 42 bewerteten, von den wiederum insgesamt 57 Maßnahmen mit grün bewertet wurden in unserer Studie für die TBU. Und bei 17 Maßnahmen hängt es ganz wesentlich unserer Einschätzung nach von der Ausgestaltung ab. Essentiell und wichtig wäre natürlich jetzt auch eine Quantifizierung der Klimawirkung. Allerdings ist das zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich, da es eben von der Ausgestaltung sehr stark abhängt, die in vielen Bereichen noch unklar ist und auch inwieweit Programme ausgenutzt werden, die Gelder abgerufen werden und welche Nachfragereaktionen auftreten werden. Wir haben Ihnen aber auf der rechten Seite hier trotzdem einmal die Maßnahmen aufgelistet, bei denen wir eine Quantifizierung potenziell am ehesten für möglich halten. Man sieht, dass einige Maßnahmen im Verkehr dort enthalten sind. Dort besteht ja auch die größte Lücke, wie Frau Schumann gerade gesagt hat. Und der Gebäudebereich dagegen ist nicht so stark vertreten. Und es hängt aber auch noch davon ab, in welchen Bereichen nun öffentliche Investitionen vorgegeben werden. Wenn dies der Fall ist, dann wäre im Gebäudebereich eben auch noch ein stärkerer Beitrag zum Klimaschutz möglich. Also zum jetzigen Zeitpunkt kann man festhalten, ist die Umsetzung in vielen Fällen noch offen, kann noch mitgestaltet werden. Und daher freue ich mich sehr, dass der Recovathon heute hier stattfindet und Sie sich alle mit Ihrer Expertise einbringen. Wir freuen uns schon auf Ihre Ideen, Hinweise und Empfehlungen und die Diskussionen, die wir führen werden. Und ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen und herzlichen Dank. Danke Barbara, danke Katja. Wir haben mitgenommen, es kommt jetzt auf die Ausgestaltung in der Praxis an. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Agendapunkt. Bitte klicken Sie dazu links in der Agenda auf Ablauf des Design Sprints und dort erkläre ich Ihnen dann, was in den nächsten 3,5 Stunden passieren soll. Starten Sie dazu bitte wieder dort das Video.